Hey ho, meine Lieben, in meiner kleinen, aber feinen Wohnung. Heute ist Silvester, ein frohes neues Jahr übrigens, weil ihr seht es ja erst im neuen Jahr. Und ich mache mir jetzt heute ganz einfach schnelle Filet-Medaillons in der Pfanne mit Pilzen und ein bisschen Sößle. Kein großer Aufriss, aber mit Sicherheit wieder sehr lecker. Dazu gibt es ein ganz einfaches Buttergemüse. Packung auf, rein in den Topf und warm werden lassen. Ja, und das ist mein Essen und vielleicht mache ich dann später noch ein kleines Zusatzvideo. So mit Bananen, Erdbeeren, die grünen Kerne. Jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein. Pistazien, genau. Und ein bisschen Vanilleeis. Schön gemixt und so. Schauen wir mal, ob ich noch dazu komme oder ob der Tag, der Abend dann davonläuft. Wir werden sehen. Aber jetzt gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche, wo wir an der Theke loslegen. Attacke! Tja, und so klein ist wirklich die Übersicht. Ich habe ja schon die Pfanne und den Topf dahergestellt, dass es nach mehr aussieht. Ja, brauchen wir gleich. Tun wir aber jetzt noch auf die Seite. Ach, fangen wir ganz einfach mal an. Wie gesagt, mein Buttergemüse haue ich mal einfach in der Töpfle rein. Tun wir noch ein paar von meinen Gartenkräutern hinzu. Schmeckt einfach ein bisschen besser. Und fertig, mehr mache ich da dran gar nicht. Die können dann nämlich auch gleich wieder in die Gefriere. Wasser, Wasser, Wasser. Kochtopf. Ja gut, einen kleinen Schluck Wasser muss man noch dazu tun. Fertig. Und so. Mehr brauche ich für mich alleine nicht. Dann meine Pilzmischung. Da tue ich mir auch gleich was raus. Entschuldigung, Pilze können etwas mehr sein. Na, komm, dann kommst du auch noch komplett raus. Ich hätte jetzt auch Champignons, Champignons sind ja welche drin. Ich hätte jetzt auch noch eine Steinpilzmischung, Steinpilze da. Pfifferlinge hätte ich auch noch im Gefrierfach. Aber ich wollte eben jetzt eine Pilzmischung. Stelle ich mir auch auf die Seite. Braucht man nachher dann auch gleich. Und fürs Süßchen stelle ich auch rüber. Ein bisschen Wasser, ganz klar noch. Salz, Pfeffer brauchen wir gleich fürs Filet. Und Leute, ich räume auf, hole noch einen Butterschmalz raus. Den dürfen wir nicht vergessen. Und dann schneiden wir das Filet. So, da bin ich wieder. Hui, keiner hat meinen Müll weggeräumt. Also ich habe mir bloß ein halbes Filet heute geholt. Das muss reichen für mich. Ja. Müll. Gelber Sack. Und das sieht so gut aus, das pariere ich jetzt gar nicht. Sondern schneide mir gleich meine Scheibchen runter. Tun wir ganz einfach ein bisschen platt drücken. Ja, beim Filet funktioniert es einwandfrei. Besonders wenn man es für sich alleine macht. Oh, lecker, lecker, lecker. So. Jupp,
Dann wären wir schon so weit. Dann haben wir Pfeffer. Da könnt ihr auch jeden Pfeffer eurer Wahl nehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt Grillschuhpfeffer sein. Aber der steht halt bei mir gerade so schön im Regal drin. Dann ein bisschen salzen. Ups. Michi, ich hab's versalzen. Nee, glaube ich nicht. So, einmal umdrehen. Und fertig ist die ganze Schose. Und somit können wir auch rüber zum Herd gehen. Ja, und nachdem ich gerade den Butterschmalz rausgeholt habe, habe ich gerade auch noch das Creme Fraiche gefunden. Das verwenden wir heute auch. So. Einschalten ganz normal wie gehabt. Einmal volle Power erst einmal. Und hinten schalten wir auch einmal sauber ein. Schauen wir mal, ob wir nachher die Pilze gleich mit reinschmeißen können. Wäre natürlich ganz praktisch. Mann! Heute habe ich es echt. Hey. Heute habe ich es echt. Der war dafür gedacht. Komm, die Pilze hau ich hinten gleich mit rein. Wird schon funktionieren. Das muss ja bloß ich essen und kein anderer. Jetzt warten wir, bis die zum Brodeln anfangen. Hinten geht es so langsam los. Dann können wir unsere Filets reinschmeißen. Ich habe Hunger, ich habe einfach nur noch Hunger. Komm jetzt her, du Feigling! Oh. So, da tun wir gleichzeitig unsere Pilze anschmurgeln. Weil hier drin machen wir ja auch dann das Sößle fertig. Kann man im Prinzip offen lassen, damit das Wasser auch verdampfen kann. Natürlich auch mal umdrehen. Naja, ein bisschen Farbe können wir schon noch bekommen. Wenn es bei der Haufen Brühe jetzt noch möglich ist, aber kommt Soße drüber. Also das nächste Mal brate ich die Dinger auch einzeln an. Habe ich auch gerade dazu gelernt wieder. Jetzt noch mal raus, beziehungsweise ja, ich gucke mal und ja, die brauchen schon noch. Dann nehmen wir sie jetzt noch mal raus. Die kann man auch ein bisschen runterschalten. Lecker. Bisschen mit Salz noch den Geschmack anheben.
bisschen Pfeffer rein. Fertig. So, dann können wir unsere Filetteile da wieder reinsetzen. Ich hätte jetzt auch Klappgrill da machen können, aber ey, das reicht mir vollkommen. Und jetzt habe ich wieder das Creme Fraiche vergessen. Wie immer. Aber das kommt ja eh zum Schluss immer rein. Und der Schluss ist jetzt dann erreicht. So, vielleicht noch einmal ganz kurz aufköcheln lassen und dann ja, köchelt es doch schon. Und dann sind wir fertig. Leute, wir gehen rüber ans Brett, an die Theke und ans Brett. Tja, Freunde, und schwuppsiwupp ist auf einfachste Weise ein leckeres Essen fertig geworden. Eindeutig Michi geeignet. Mann, mache ich wieder eine Sauerei in meiner kleinen, aber feinen Küche. Juhu. Alles nur für mich. Na komm. Jawohl, ja. Und fertig ist mein Essen. So schnell geht es. Ja, noch ganz leicht rosa. Passt. Richtig, richtig geil. Da. Geil, 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 geil. Und ab in die Kehle. Nee, ab in den Hals, oder wie war das? Jupp, räumen wir mal. Ja, lecker. Und mit den Pilzen, richtig geil. Oh, die Medaillons sind wirklich ja, auf den Punkt, würde ich sagen. Ein bisschen Salz noch übers Gemüse. Aber wirklich, ich brauche nicht mehr an Gemüse, beziehungsweise ich bin mit dem so zufrieden, weil mehr als frisch ernten und direkt einfrieren tun die auch nicht. Oder? Richtig geil. Leute! Wenn euch dieses kleine Video heute gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Abo und ein nettes Kommentar oder so andersrum. Ihr wisst Bescheid. Tschaikowski, ich gehe auf meine blaue Couch zum Essen und wenn alles klappt, sehen wir uns dann im nächsten Video, wo ich mir noch das Leckere mache. Ciao.